können Topathleten aus dem deutschen und olympischen Kader das Feld aufmischen. Auch beim zweiten Lauf der beliebten Sega-Serie des SC Tegeler Force gehen Spitzenläufer wieder auf Zeitenjagd. Mit von der Partie sind Carolina Palitsch von der LG Nordberlin und Turit Gerst vom SCC Berlin, die in der deutschen Läuferszene kein unbeschriebenes Blatt sind. Letztere zeigt sich in Topform und sichert sich damit verdient über 7,2 Kilometer den ersten Platz. Mein erster Lauf in einer neuen Saison oder in einer neuen Vorbereitung. Und klar, es ist dann immer erstmal anstrengend, aber es fühlt sich auch gut an, wieder die Belastung und das Laktat in den Beinen zu spüren. Hingegen wird Carolina Palitsch die längste Distanz und absolviert dementsprechend mehr Runden im Tegeler Forst. In dieser Zeit kann die Athletin die vergangenen Monate Revue passieren lassen. Schließlich jettete sie im Juli mit dem deutschen Leichtathletikkader zu den Olympischen Spielen nach Tokio. Tokio war extrem cool, coole Leute kennengelernt, auch von anderen Nationen, viele Freunde wieder getroffen. Für viele Läufer ist die Sega-Serie ein Erlebnis, welches sie nicht so schnell vergessen werden. Besonders für Mokhtare Simpore vom SCC Berlin. Denn vor 2 Wochen verlief sich Simpore um knapp 6 Minuten im Wald und musste in der Gesamtwertung die schnellste Frau vorlassen. Doch dieses Mal ist alles anders. Vom Pechvogel zum Glückspilz lautet die Devise. Er läuft seinen Kontrahenten wortwörtlich mit 52 Minuten 13 davon. Das war für mich toll, weil letzte Woche war es verlaufen, aber heute war mir sehr gut. Auch Thilo Brill von der LG Nordberlin macht sich gemeinsam mit Mokhtare, Palitsch und Co. auf den Weg. Seine Laufkategorie führt ihn über 10,8 Kilometer über Stock und Stein. Als Brill die Ziellinie überquert, kommt bei den Veranstaltern große Freude auf. Denn Jahr für Jahr geht er bei der Cross-Serie seines Vereins an den Start und sichert sich einen Sieg nach dem anderen. Man geht jedes Mal ans Limit, man kann hier nicht entspannt laufen, man läuft immer maximal. Ein stimmungsvoller Lauf in prächtiger Atmosphäre ist Geschichte. Doch eine Frage muss doch geklärt werden. Konnten Spitzenläufer aus dem deutschen und olympischen Kader das Feld aufmischen? Turit Gerst ist es definitiv gelungen. Haben Sie auch Lust bekommen, sich mit Spitzenläufern auf den anspruchsvollen Runden im Tegeler Forst zu messen? Dann melden Sie sich schnell auf der Website des SC Tegeler Forst für das große Finale der härtesten Crosslauf-Challenge in Berlin und Brandenburg an.